Oh, wir wieder zurückgelaufen. So, und damit. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen und wieder von Horizon Forbidden West. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock drauf habt. Jo, ich bin wieder zurückgelaufen. Von da bin ich gekommen, nicht von da. Jo, wir sind in diesem. Glaube ich, nicht so der Fall sein wird. Und da haben wir uns im letzten Video ja hier durchgeprügelt, heißt mehr oder weniger. Boah, das ist eine Hotze. Durch diese Kacke da, 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 hier hinten, da, überall. Und jetzt sind wir ja hier drin, in diesem super duper Raum mit diesem Riesenroboter. Alter, was ist das? Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Soll ich mal nur safe gegen kämpfen, wa? So groß wie das Vieh ist? Alter, was ist das? Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren? Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Digga, was ist das für ein Vieh, Alter? Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay, diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Ich wette, wenn ich da jetzt drauf schieße, fliegt er die runter. Und kaputt. Ich muss das Kabel von der Kopplung des Arms lösen. Ich hätte das Gerät damit gerechnet, dass das Ding hier runterzimmert. Und kaputt ist. Sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten. Psst. Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte ja. Ohne Unterfunktion. Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte, warte, warte. Ohne Unterfunktionen ist... ...wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her? Kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen? Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Nein. Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein.
Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber Sie werden Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich! Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke, da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobek hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nein, danke. Verzichte. Aber die Erfindung... Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Ich kann nicht ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Ist nicht dasselbe. Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Macht. Frustration. Weichelei zu fühlen. Das ist so. Jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Heute gehört mir. Eine weniger.
nicht dasselbe wie echt zu sein. Komm und kämpfe! Häng fest! Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Na komm, los, komm schon. Ich muss den Hauptdraht kappen. Ich muss auf die Kopplung schießen, die den Draht halten. Der Draht wird von Kopplung gehalten. Ich muss alle abschießen. Oh, der geht mir ja richtig auf den Sack. Deine Angst. Boah, Junge, geh mir doch nicht auf. Junge, du gehst mir richtig auf den Sack, wa? Das Mäuschen kann reden. Da sind noch zwei Kopplungen am Draht. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Boah, der trifft mich auch jedes verdammte Mal, Alter. Nur noch eine! Glaubst du, da treffe ich dich nicht? Will ich gar nicht, ob du... Boah, Junge, geh mir doch nicht auf den Sack, du schmieriger Buster. Ich werde zusehen, wie dein Leben verlischt. Da, wo drauf jetzt? Wenn es abstürzt, wird es dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Wie soll das denn funktionieren? Mist. Ah. Wo geht mir jetzt?
Ja, wie wär's doch, wenn du anschwimmst, Alter? Warum nutzt du die einfach im Bogen, Alter? Ja, genau, gib mir ruhig auf den Sack, Alter. Ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Ja, wohin jetzt? Kacke, jetzt habe ich die Dinge weggedrückt, Alter. Hey, hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit einer Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Hey,
Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Uns noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger. Ärger haben die Utaro überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nichts wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre nicht deine erste heilige Höhle. Für alle ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Re. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Re und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Egert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Re, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben,
wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von Neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg legen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, so. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja. Einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Göttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang, den Chor versammeln, erzählen, wie du Reh beruhigt hast, sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber... Aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch.
sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Wo sind wir denn jetzt hier? Feuerglimmer. Okay, wir sind hier. Ah, stimmt, hier wollten wir schon mal rein und sind wir nicht reingekommen. In diesen Laden. Ne, ich werde aber als nächstes... Boah, das Ding machen. Das ist die Clipsversteck. Das machen wir noch nicht. Stufe 10. Ich bin Stufe 14. Gut, so Leute, ich würde sagen, bin ich immer das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock erwartet. Jo, oder ich mache erstmal die Nebenmission. Mal gucken. Da kann ich noch was kaufen. Da ist noch ein Lager. Also, Reh, sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. Pass auf, wenn du jagst, sollten wir mit Jägerin handeln. Okay, ja, noch nicht viel Gutes. Handelt alle, die vorbeikommen. Gut. Jo, mal gucken, der will dann über eine Nähmission. Und dann werden wir uns auf jeden Fall erstmal diese Nebenmission, was dann noch so passiert. Jo, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne mit dabei. Vielleicht kann es gerne sehr darauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch also einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit Öl.